Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von 4-2 Project Origin. Ja, in der letzten Folge sind wir stehen geblieben, nachdem wir uns durch die ganzen Replika-Soldaten durchgekämpft haben. Und nun machen wir weiter. Wir haben auch wieder Alma gesehen. Wir kommen immer näher und sie kommt auch immer näher. Und nun geht es weiter für uns. Ja, das ist doch interessant, oder nicht? Ah. Mehr gibt's hier nicht. Okay, das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte da wieder Steuerung drücken können, ne? Vermutlich. Sturmgewehr ist voll. Oh, geil. Jetzt kann ich mit meiner Lieblingsknarre ein bisschen mehr rumballern. Dam, 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 dam. So, dann geht's hier noch längs. Okay, bringt aber gar nichts. Okay, was auf engstem Raum ist, das echt assi, weil du halt nicht weißt, wo die Sachen längs gehen, ne? Kann man hier nicht irgendwie terminieren, klicken, alle umbringen? Wäre ja, irgendwie hilfreich, ne? Ey, ey, ey. Rohre. So krass mitten durch den Stein da durch. Easy. Nope. Nope. Warte. So. Erstmal ohne Ende Muni aufsammeln. Ich weiß ja nicht, wo es weitergeht, aber nicht immer, ne? Das finde ich aber auch ganz interessant, das so zu sehen halt, ne? Weil hier ging es ja auch rein theoretisch hoch. Aber hier geht es halt nicht weiter. Hier ist halt nur Information, Medipacks und sowas. Mögliche Bedrohung. Eingenübertragung. Vertrauliche Aktualisierung. ATCU. Missionsstatus. Sektionsleader R. Tucker. An alle Einheiten. Wir haben gerade Daten zu den in der Stadt eingesetzten Power-Armor-System der Replika ausgegraben. Diese Dinger könnten ein echtes Problem werden. Alle Technik, Koordinatoren sollten sich die Unterlagen mal ansehen und über brauchbare Gegenmaßnahmen nachdenken. Ja, ich wette nämlich, und zwar, wenn das Alma, die vermutlich alle kontrollieren kann, oder jedenfalls, wenn die in
Kontrolle entreißen kann der Replikator, wenn man halt stärker ist als derjenige, der sie momentan kontrolliert. Wenn sie das schön weiterkämpfen. Wartungsrohre. Danke. Ich finde, von denen soll ich dann noch umbringen. Digga, dass ich nicht rennen kann als Supersoldat, ne? Das ist... Boah, Alter. Kann ich rennen und gleichzeitig springen? Okay, mein Supersoldat ist echt nicht so super. Okay, Musik wird krasser. Wappen gefallen mir übelst jetzt, vor allem neuere auch mal wieder was. Ich will doch auch gleich irgendeinen Jumpscare mich treffen, ne? Für High Ground. Natürlich werden die erst jetzt spawnen. Nicht wahr?
Natürlich sind die aus dem Nichts gespawnt. Immer Soldaten kommen, ne? Aber wie soll ich das machen? Meine Fresse. Was sind das denn für Tiere, ey? Werfe ich denn unterschiedliche Granaten? Schockgranaten voll. Ich hab gar keine. Granate. Auch wieder schön falsch gemacht, ne? Ach so, 5, 6, 7, 8, ich bin so blöd. Das sind Brandgranaten, Blitzgranaten. Macht Sinn, dass ich die brauche, vermutlich gegen solche Elektroeinheiten. Schild und Feuer. Das war vorher gewusst, ne? Mein Gott, da wäre ich beinahe festgebackt, ey.
Diese Power Armor. Wie viele dieser Gegner will mich noch nerven? Ach Wheely, woher kommt der denn, ey? Nope, sollte alles stimmen. Aber vielleicht sollte ich hier nochmal durchgehen und die Sachen abchecken. Ich glaube, hier habe ich schon eine ganze Muni. Ich habe ganz schön viel Muni verbraucht gegen den Viech. Gegen das Viech da mit der Power Armor. Egal, gehen wir weiter. Das wird sich nicht so vertrauenserweckend dann. Also Mann, genau. Ich habe etwas gefunden. Ich glaube, es ist. Beckett, Gott sei Dank. Du lebst. Unkraut vergeht nicht, Stokes. Er ist hart wie ich. Beckett, Keegan und Manny sind unterwegs. Wir wollen uns beim Stadion treffen, aber hier draußen herrscht Chaos. Wir müssen also improvisieren. Ich vertraue den Leuten nicht. Ich vertraue Stones nicht oder auch Griffin nicht. Nicht mehr, seitdem ich hier alles gesehen habe und die Berichte gelesen habe. Die Anlage ist Teil von Projekt Harbinger, um Kandidaten wie Sie zu Replika-Commandern zu machen. Hat leider nicht sehr gut geklappt, nicht wahr, Sergeant Beckett? Sie belauschen uns immer noch? Klappe und zuhören, ihr Süßen. Genevieve Aristide denkt, sie könne Alma kontrollieren, aber das wird nicht klappen. Alma ist zu stark, um sie zu benutzen. Von Anfang an, denke ich. Also, was machen wir jetzt? Vernichten Sie sie! Wie? Das klären wir später. Jetzt müssen wir erst einmal den Treffpunkt erreichen. Schlagt euch zum Stadion durch, dann sehen wir, wie es weitergeht. Oh. Ich wollte testen, ob es geht. Ich mag sowas nicht. Aber egal, man muss es auch mal testen, ne? Euch lasse ich ein Leben. Ihr kleinen Süßen. Ja, ich habe keine Angst vor Ratten oder Spinnen oder Insekten, Mücken oder sonst was. Das heißt nicht, dass ich es mag, wenn die mir ins Gesicht fliegen, aber ich habe damit keine Angst per se vor denen. Auch wenn ich es nicht angenehm finde. Alter, was ist das hier? I'm free! Ich bin frei! Stadion treffen. Das sieht nach Finale aus oder hört sich nach Finale an. Digga, was ist das denn für ein Krieg hier, ey? Replika-Aktivität. Dringend. Es gibt zahlreiche Meldungen von Replika-Aktivitäten in der ganzen Stadt. Wir versuchen herauszufinden, wie und warum sie aktiviert werden und sie vielleicht per Fernsteuerung wieder deaktivieren zu können. In der Zwischenzeit sind Hemmungen unangebracht. Bei Sichtkontakt ausschalten. Die Explosion hat irrsinnig Alter, ich kann gerade nicht lesen, weil ich so viel gähnen muss. Irrsinnig ich hasse es. Die Explosion hat irrsinnige Interferenzen erzeugt. Daher kriegen wir jedoch immer noch keine Verbindung zur Zentrale. Wir können daher keine Verstärkung oder Ausrüstung anfordern. Also bleibt nicht hockend auf und um auf Rettung zu warten. Tut einfach, was ihr gelernt habt und ihr werdet heil wieder herauskommen. Und von dem, was ich so gesehen habe, denke ich nicht, dass uns das weiterhilft. Au. Hier ist Alma.
Und ich glaube, Alma kontrolliert gerade die ganzen Dinger. Was ist denn hier passiert? Yes. Tontaum schießen. Verdammt! Was war das? Da kam gerade eine enorme Energiespitze aus der Harbinger-Anlage rein. Mit Almas telestetischer Signatur. Wohl eine Reaktion darauf, dass Sergeant Beckett geflohen ist. Die ist stinksauer. Leider hat sie wahrscheinlich gerade sämtliche Replikas in 10 Kilometern Umkreis geweckt. Ja, die Stadt sieht eh sehr vertrauenserweckend aus, so wie sie aussieht. Aber ich muss hier die Folge beenden und man sieht sich dann hoffentlich morgen in der nächsten Folge. Und bis dahin, ciao ciao und haut rein.